Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls 3, der vielleicht letzten Folge, je nachdem wie gut oder schlecht Gale sich heute anstellt, denn er ist die letzte wirkliche Herausforderung in diesem Playthrough und wir schauen mal, ob wir den heute schaffen. Beim letzten Mal habe ich wirklich einige Male gegen ihn gekämpft, ich habe es aber nicht reingeschnitten, aua. Da ich fand, die Folge wäre sonst zu lang geworden. Beziehungsweise habe ich es halt verknürzt reingeschnitten. Bei ihm möchte man im Gegensatz zu den meisten anderen Bossen oder Gegnern, genau, dass er ein bisschen auf Distanz geht und diese Attacke macht. Da kann man ihm nämlich schön zusetzen. Aua. Ansonsten ist er nämlich hier ganz arg am Rumnerven. Gehen wir ein bisschen auf Distanz. Hier haben wir zum Glück ein relativ großes Feld. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man hier keinen Platz hat. Platz hat man. Glaube ich, die größte Boss-Arena, die es in Dark Souls 3 gibt. Zumindest vom Gefühl her. Mach keinen Quatsch hier. Jetzt mach ich hier einmal auf diesen. Hier ist Feuer. Ich hätte die ganze Zeit eigentlich Feuer anmachen sollen schon. Da hätte ich wenigstens so ein bisschen mehr Schaden rausholen können. Aber gut. Na genau, jetzt rastet er ein bisschen aus und seine letzte Attacke ist natürlich super zum Dodgen. Ich habe gerade einen Fehler gemacht, ich wollte das hier machen. Sehr gut, einmal Blut reingeworfen. Ah ja, okay, falsch gedodged. Und es hat beim letzten Mal, habe ich wirklich mit vielen Waffen rumprobiert. Das habt ihr in dem Zusammenschnitt vielleicht auch ein bisschen wenigstens erkennen können. Und Lorians Blade hat nicht am besten vielleicht funktioniert, aber mit dem bin ich auf jeden Fall am weitesten gekommen. Und das ist gar nicht schlecht. Heus hat mir bei Gay halt nicht geholfen. Aber pure, brutale Stärke. Boah, Alter. Beruhige dich mal, Gay. Hat mir sehr geholfen. Wobei seine zweite Phase natürlich noch mal eine ganz andere Ausnahme ist, ne? Wie das halt immer so ist bei den Bossen. Die werden meistens eher stärker als schwächer. Ich habe es halt auch mal mit einem Schild probiert, mit einem Drachentöter-Axt und einem Schild. Aber das konntest du ja voll vergessen. Also das war ja, da war ich ja die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen block ich jetzt oder weiche ich jetzt aus. Was ist jetzt der beste Call? Und im Endeffekt habe ich die ganze Zeit geblockt und nur auf die Schnauze bekommen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Ich bin mir nicht sicher, ob das zweite Großschwert jetzt wirklich auch die beste Entscheidung ist. Denn ich fühle mich ein bisschen langsam, ehrlich gesagt. Und so viel weniger Damage, beziehungsweise so viel mehr Damage, als mit meinem, Is the blood. The blood of the dark soul. Als mit meinem Black Knight Sword. Weil ich mich halt inwiefern das vielleicht mehr Schaden oder weniger gemacht hätte. Weiß ich nicht. So, mal erstmal die zweite Phase ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Hier das Pattern einzubringen, weil man kommt ja vielleicht auch nicht immer in die zweite Phase. Oh. Deine Destructo Discs. Aber ich habe das Gefühl, er ist zumindest im Moment langsamer als in seiner ersten Phase. Oh, oh. Ja, das war ein Bad Call, Alter. Bad Call. Kommt davon, wenn man sich nicht konzentriert. So, Bruder.
einfach mal deine Armbrust aus dem Spiel. Und Doppeldrink. Okay. Mal kurz in Sicherheit bringen. Ausweichen. Das staggert mich ja zum Glück nicht. Pokey Poke. Boah, Alter, brutale Kombination, Bruder. Brutale Kombination. Ich muss mal wieder hier so einen krassen Angriff rausbringen. No, 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 please, don't do that. Trinken. Au. Okay, ich kann halt einfach nicht in Ruhe trinken. Boah. Phase 2, diesmal mit dem Black Knight Greatsword. Mal gucken, ob das besser funktioniert diesmal. So, jetzt hinter ihnen stellen, sonst kriegen wir gleich wieder die Destructo-Discs ins Gesicht. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ich habe mal das Gas Crest Shield ausgerüstet. Oh. Ah, einfach um ein bisschen Stamina zu regenerieren. Neues, mal probieren. Wieder. Okay. Macht natürlich nicht so viel aus wie bei anderen Gegnern. Aber ich werde wenigstens nicht gestaggert. Das ist schon mal eine gute Sache. Und das Schwert ist natürlich auch wesentlich schneller als das zweihändige Großschwert von den Prinzen. Was ja schon mal ein Vorteil ist. Boys, Bruder, drauf, Bruder. Okay, weg! Ja. Kannst du Sachen. Ja, weg. Rollen. Ja, jetzt ist er in seiner True Form. In seiner 100% Power Form. Ne? Freezer, man kennt ihn. Meine Gale. Der fast das gleiche. Ich will jetzt quasi den Planeten zerstören. Ne? Es dauert nur 200 Episoden ungefähr. Was ist denn passiert? Da kennt er natürlich nichts, ne? Der kleine Gale. Alter, die Blitze. Das ist ein Bosskampf, der seines Namens würdig ist. Also lustig, wenn ich das jetzt noch schaffen würde, ne? Okay, während der Zeit kann ich trinken. Das ist schon mal gut. Boys und drauf. Oh, schlechte Idee. Oh, schlechte Idee. Oh, schlechte Idee. Okay, Drink. Double Drink. Ja. Boys, Bruder! Don't fight the boys! You can't win the boys. Boah, fuck. Das kam very unerwartet. Keine Drinks mehr. Jetzt kommt nur auf den Skill an. Komm! Let there be points! No! Okay. Jetzt wird's frostig, Freunde. Jetzt wird's fucking frosty, boys! The Frosty Hammer ist da. Arguably meine Lieblingswaffe. Der Poise Master wird hier nicht so einfach untergehen. Verstehst du das? Verstehst du das, Gale? Alter, ich bin der Poise Master. Du bist gar nichts. Du bist ein Wurm. Weniger als ein Wurm. Du bist nichts wert. Du bist kein Boss. Du bist eine Witzfigur. Du bist niemand, der gegen den Poise Master ankämpfen kann. Niemand, der gegen den Poise Master gewinnen kann. Du bist nichts. Verstehst du das? Ein Häufchen nichts. Au. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Leute. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das, ob sich das Eichhörnchen auch hier bis zum Ende ernähren kann, das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ob das Eichhörnchen stark genug ist, Gale zu besiegen. Bleibt abzuwarten.
Die Chancen stehen, Leute. Die Chancen stehen. Ich will nicht sagen. Okay, ich sag gar nichts mehr. Okay, wieder die letzte Phase. Wieder relativ problemlos erreicht. Aber die letzte Phase ist immer noch mal die heiße Phase, Leute. Man kennt es. Man kennt es. Eine Ewigkeit später. Beginning to believe. I wanted to show her the power of poise! And I did. I goddamn did. You can bet on that. Ooh, Slave Nightingale. Guter Fight, der schwerste Fight mit Abstand im Spiel. Also,
Vergleichbar vielleicht mit Sister Frieda, aber wow. Das war a ride. Und ich habe nicht mal die ganze Glut verbraucht. Ich dachte wirklich, es ist so langsam runtergetickt und ich dachte die ganze Zeit, okay, ich werde irgendwann einfach keine Glut mehr haben und mit weniger Leben kämpfen müssen. Das ist doch Bullshit. Aber ich habe nicht alles an Glut verbraucht, was ich hatte. Und den guten alten Gale trotzdem erledigt. Uiuiui, Freunde. Uiuiui, das war ein Ritt, sage ich euch. Ja. Der bisher schwerste Boss in Dark Souls, aber zwei stehen uns da noch bevor. Aber, ja, ich würde sagen, wir geben erstmal unsere Seelen aus. Und dann wird es Zeit für das Grande Finale. Und der Grund, warum übrigens in letzter Zeit keine Videos kamen, war einfach, weil die League of Legends Worlds waren. Ich wieder League of Legends für mich entdeckt habe und eigentlich nur League of Legends gespielt habe. So, I guess sorry about that. Aber ja, genug gelabert. Wir haben die beiden DLCs abgeschlossen. Wir haben Gale endlich gezeigt, wer der True King of Poise ist. That's me, Biatch. Und, ja, habe ich noch Seelen eigentlich? Ich habe keine Seelen mehr, ne? Nope, ich habe alles ausgegeben für... Ich habe mir, glaube ich, irgendwas gekauft. Ich bin nicht sicher, was. Gut, wie dem auch sei. Wir können unsere Seelen vielleicht mal beim kleinen König ausgeben, der ja jetzt tot ist. Ja, hier war ich nicht. Um neue Waffen zu kriegen. Von Gale kriegen wir nämlich hier dieses Gales Großschwert. Und das ist lustigerweise eine der besten Quality-Weapon, die es gibt. Und deswegen schnapp ich mir die einfach mal. 20.000 ist ein kleines... ja, überhaupt kein Problem, ne? Kann man denn für Gale noch kriegen? Von Gale... Ach ja, hier seine Repeater-Armbrust. Heißt nett, aber nichts Besonderes, Leute. Ganz ehrlich. Ist alles... Ja. Und übrigens, ich will ja mit dem Charakter... quasi mein New Game Plus anfangen als Zauberer, beziehungsweise nicht Zauberer, sondern als Pyromant. Deswegen wird es ja nur Sinn machen, wenn ich mir jetzt die Sachen auch noch hole und mein Geld komplett ausgebe, beziehungsweise ich hole mir mal alle Zauberer im Jagdsense, ja. Und, fuck, jetzt habe ich nicht mehr genug dafür. Beziehungsweise hätte ich eh nicht gehabt, weil ich glaube ich... Genau, die Seele des Dämonenprinzen habe ich schon was anderes ausgegeben. Ist aber überhaupt nicht... problematisch an der Stelle. Wir können jetzt hier noch die Skies nehmen. Das andere kaufe ich mir dann auch noch nach und nach. Nach dem letzten Boss. Wie gesagt, ja, wir wollen halt mit dem Charakter das New Game Plus anfangen, weil wir einfach wir haben einfach eine Beziehung zu dem Charakter aufgebaut, würde ich sagen. Und deswegen macht das nur Sinn. New Game Plus mit als Zauberer natürlich. Natürlich als Stream an der Stelle. Wo ist denn jetzt hier? Wie komme ich denn jetzt hier zum zum genau hier, Ofen der ersten Flamme. Dahin wollte ich. Ah ja. So. Letzter Bosskampf, letzter Gegner im Spiel und der finale Part. Und ihr wundert euch vielleicht, nee, du hast aber Dark Eater mit dir noch gar nicht besiegt. Und ich sagte euch ja bereits, dass ich das in einer Bonusfolge machen werde, die später kommt. Undefinierbare Zeit. Ich sag einfach mal später. Vor dem New Game Plus Stream, aber noch nicht gleich morgen oder vielleicht übermorgen. Schreibt mir erstmal in die Kommentare, was ich in diesem Let's Play vielleicht noch vergessen habe. Und ja, dann werde ich das alles in dieser Folge erledigen mit Dark Eater mit dir zusammen. Wir könnten hier übrigens Bleicher Schatten von Nondor beschwören. Wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen uns hier diesen Bosskampf alleine stellen, denn das ist einfach Sinn der Sache. Wir können ja auch mehr Leute beschwören, zum Beispiel Julia können wir auch beschwören. Wollen wir aber auch nicht, die will uns helfen, aber wir sagen uns nein. Ich bin der King of Poise und ich das alleine. Let's go. Soul of Cinder. Der finale Boss des Spiels. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der funktioniert. Aber egal.
nur, dass er nicht so schwer war. Ah, übrigens hier, ne? Poise, Bruder. Who's the king of Poise? It's not you. Ich habe nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gerne gemacht hätte. Ehrlich gesagt. Okay, oh, ein bisschen zurückziehen hier. Beziehungsweise. Ist ja eher eine schlechte Idee, sich von Gegnern zurückzuziehen. Nur bei Gale hat es Sinn gemacht. Komm mal her, dass ich dich das letzte Mal bekämpft habe, mein Freund. Ist nicht angenehmer geworden. Soll ja auch irgendwie. Ja. Soll ja auch irgendwie der stärkste Boss im Spiel sein, ne? Ist der Endgegner. Aber, war er eigentlich nie, soweit ich das in Erinnerung habe? Oh ja, das war dumm, ne? Bei einem Zauberer auf Distanz zu gehen ist auch nicht so die beste Idee aller Zeiten. So. Hätte er, jetzt macht er seinen Flickflack, was soll das denn? Jetzt ist er hier im Pyro-Mode. Eisenfleisch macht natürlich weniger Schaden. Übrigens, jetzt hat er einen Speer, ne? Das ist ein Lanze. Aua, aua, aua. Trailer zum ersten Footage zu Dark Souls 3 wurde mal er zu sehen. Na jetzt, schau. Oh. Es ist auch mal genug, muss man sagen. So, machen wir hier so ein. So, guten. Jetzt ist er im Beast Mode, Leute. Jetzt ist er im Beast Mode. Aber ich auch. Ich auch. Jetzt ist er im Grin Mode, könnte man sagen. Au! Ja, okay, war nett. But shut the fuck up, wenn der King of Poise vor dir steht, Bruder. Wie gesagt, er ist jetzt im Grin Mode, ne? Alter, come on, Bruder. Okay, dann will ich dir nochmal zeigen, wie Poise aussieht. Nimmt jetzt halt auch 1 Million Damage, ne? Was halt einfach gut für mich ist. Doppeldrink. Okay. Alter! Bruder, jetzt ist. Es ist doch mal genug! Ich will jetzt. Ich will's beenden. Aber. So! First try. Easy GG, Freunde. EG GG. Seele des Fürsten. Okay. Ja, Leute. Der letzte Boss. War die übrigens die ganze Zeit schon Blumen? Ich glaube, ja. Er konzentriert sich nicht so auf die Arena, aber ja. Der letzte Boss in Dark Souls. Es war mir eine Freude. Wie gesagt, der Bonus-Part kommt noch. Und, ja. Und ich weiß, wie dieser Part heißen wird. The King of Poise. Denn das ist es, was ich bin. Das ist es, was ich in meiner Seele entdeckt habe. Das ist meine wahre Bestimmung in Dark Souls. Und was noch meine wahre Bestimmung in Dark Souls ist, werden wir jetzt hier an der ersten Flamme erblicken. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.
Gracious Lord, make Lundor whole. Thank you.